Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Heute stelle ich euch ein Gerät vor für die Gamer hauptsächlich und das ist der Empire Gaming Stormcooler. Da ist das Teil schon. Ich lege mal hier das MacBook kurz zur Seite und das hier ist ein Kühlpad, ein zusätzliches Kühlpad für euren Laptop. So, hier kann man es jetzt schön sehen. Wir haben hier 4 eingebaute Lüfter. Hier können Laptops draufgepackt werden bis zu einer Größe von 17 Zoll, also richtig große Dinger. Und diese Lüfter halten dann euren Laptop länger kühl, damit er länger Top-Leistung bringen kann und auch der Verschleiß mit Überhitzen wird hiermit absolut dann reduziert oder soll reduziert werden. Was er bringt, testen wir nachher noch. Aber kurz nochmal zu den technischen Daten. Wir haben 4 Lüfter hier eingebaut mit einem Durchmesser von 12,5 cm und die drehen mit einer Maximaldrehzahl von 900 Umdrehungen pro Minute. Und die kann man einstellen und steuern, hier die Drehzahl durch so ein kleines Drehrädchen hier an der Kopfseite. Da schaltet man ein und aus und kann hier stufenlos dann die Drehgeschwindigkeit einstellen, so wie es eben dann passt zum aktuellen Einsatzbereich. Von der Lautstärke her werden die bei maximaler Drehzahl nicht lauter als 25 Dezibel. Und wir haben noch eine coole LED-Beleuchtung, besonders wenn man jetzt im Dunkeln spielt. Ja, ich denke ja an die Gamer, wo alles ist ein bisschen beleuchtet und ja, da hat man hier noch ein bisschen mehr Beleuchtung. Finde ich ganz nett. Das Material hier rundherum hauptsächlich ABS-Kunststoff und hier diese Gitterstruktur, ja, das ist Metall. Und da kommt überall gut die Luft durch. Schauen wir mal auf die Unterseite. Da sehen wir, da ist überall ABS-Kunststoff und hier können dann die Lüfter schön auch die Luft ansaugen zum Kühlen. Wir haben hier noch die Möglichkeit, den Anstellwinkel zu ändern. Man kann hier 3 verschiedene Modi einstellen zwischen 15 und 30 Grad. Also das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Einfach hier hochklappen, dann hier so einrasten lassen und dann kann man es hinstellen und kann dann eben sich hier 15, 20 oder 30 Grad einen Winkel dann aussuchen, sodass das Ganze dann auch ergonomisch ist. Wenn man es ganz flach stehen hat, gibt es hier noch ein paar Gummistandfüße dran, damit das Ding auch nicht hin und her rutscht. Ja, ein bisschen rutscht es, aber geht schon, hat schon ganz guten Halt, das Teil. Angeschlossen wird das hier ganz einfach über USB. Ihr seht, wir haben 2 USB-Anschlüsse hier hinten dran. Der eine kommt hier rein, der zweite kommt dann in euren Laptop zum Beispiel. Und dann ist die Stromversorgung schon sichergestellt. Und an den zweiten USB-Anschluss kann man ganz einfach noch zum Beispiel ein Peripheriegerät, eine Maus, eine Tastatur anhängen. Das wird dann alles durchgeschleift. Praktische Sache, wenn man ein bisschen USB-Anschlussmangel hat, was ja heutzutage ganz gerne mal vorkommt bei den neuen Gerätschaften. Ich schließe es mal eben flott an, dann könnt ihr mal hören, wie sich das Teil dann anhört. So, Strom ist drauf, ich schalte mal ein und die Lüfter beginnen zu laufen. Man kann auch hier ein bisschen die Beleuchtung schön sehen. Und das ist die niedrige Stufe, ich drehe es jetzt mal voll hoch. Und das sind jetzt die 900 Umdrehungen. Und jetzt gibt es nochmal, Freunde, ich will ja hier mit euch ganz ehrlich sein, das Mikrofon ganz nah ran und hört mal her. Also allzu laut ist das wirklich nicht. 25 Dezibel kaufe ich dem Teil ab. Man hört es natürlich ein bisschen brummeln, aber besonders störend ist das nicht. Wenn hier der Lüfter vom MacBook zum Beispiel mal richtig hochdreht, dann ist das ein sehr viel störenderes, weil auch helleres Geräusch. Ach übrigens, hier unten, da gibt es noch die Klappe, wo man natürlich einmal hochklappt, damit hier der Laptop einem nicht flöten geht, wenn man es dann so in einem Winkel aufstellt. Ja, so kann man es sehen. Hier ist diese Klappe, die hält dann den Laptop auch schön fest. Aber die große Frage ist ja, was bringt uns hier der Stormcooler? Ich bin weniger ein Gamer, sondern mehr ein Videoschneider. Also habe ich hier mal den Test gemacht und ein 15 Minuten 4K-Video exportiert aus Final Cut Pro X hier mit dem MacBook Pro. Und zwar einmal ganz normal ohne Kühlung und dann einmal mit Kühlung. Tja, und das Ergebnis war folgendes. Mit Kühlung hat es gedauert 9 Minuten 42 Sekunden und ich hatte eine Maximaltemperatur gemessen von 42,4 Grad hier auf dem Gehäuse. Und ohne hat es dann gedauert 9 Minuten 37 Sekunden, also ganze 5 Sekunden schneller. Also ein klein wenig schneller war es gewesen. Aber dafür hatten wir auch gute, ja über 2 Grad weniger, nur 40,1 Grad. Also
ohne 42,4 und mit 40,1 Grad und ohne Kühlung 9 Minuten 42 und mit Kühlung 9 Minuten 37. Was hier schon beweist, das Teil bringt schon was. War jetzt kein riesiger Unterschied, aber man hat gemerkt hier, der Prozessor ist nicht ganz so heiß geworden, konnte länger auf Höchstleistung rechnen und deswegen war es dann auch hier 5 Sekunden schneller fertig als ohne den Kühler. Also von daher kann ich sagen, Mission erfüllt. Kühler funktioniert und wer den passenden Einsatzbereich dafür hat, wer öfters mal so einen Gaming-Laptop benutzt oder generell mit seinem Laptop spielt, das Ding wird heiß, es regelt runter und ihr wollt die Leistung länger offen halten, dann ist das hier absolut eine Überlegung wert. Man kann natürlich auch zum Beispiel seine PlayStation draufstellen, seine Xbox draufstellen oder auch die Wii, wenn die, obwohl hier überhitzt eigentlich nicht, aber würde auch gehen, denn ihr könnt ja alles hier ganz leicht anschließen. An den ganzen Geräten ist ja ein USB-Anschluss dran. Einfach hier dran dengeln. So bei der PlayStation könnte ich mir vorstellen, wäre das schon mal eine ganz sinnvolle Sache, weil meine hat schon mal ab und an ein bisschen runtergedrosselt und dann hat es schon mal geruckelt bei manchen Spielen. Hätte ich hiermit vielleicht verhindern können. Also Freunde, kostet 25 Euro hier der Stormcooler von Empire Gaming. Ist ein ganz nettes Gerät, fühlt sich jetzt nicht mega hochwertig an, da hauptsächlich Kunststoff, aber es erfüllt seinen Zweck, hat einen hübschen Leuchteffekt und kann euren Laptop bis zu 17 Zoll Größe etwas länger kühl halten und damit die Leistung steigern. Also, wenn ihr Interesse habt, dann klickt einfach mal in den Link hier unten in meiner Videobeschreibung, schaut euch den Stormcooler an. Von mir gibt es eine, ja, durchaus eine Kaufempfehlung. Man muss natürlich wissen, ob man dafür einen Einsatzbereich hat oder nicht, aber er tut, was er soll. Von daher alles gut und ich sage dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei mir AppleCat. Macht's gut!